Jetzt kommt der Felix Kunde, auch ein alter Hase bei der Foskes, der Datenbanken als Steckenpferd hat und uns nun von GPU-Datenbanken erzählen wird. Passt. Okay, GPU-Datenbanken. Es gibt ja überall eigentlich in den verschiedensten technologischen Bereichen immer wieder irgendwelche Hypes. GPU-Datenbanken ist auch so ein Hype, den es auch schon seit ein paar Jahren gibt. Ich war auch überrascht, dass es doch schon ein bisschen älter ist. Warum sind GPU-Daten so gehypt? Weil sie besonders schnell sind. Warum sind GPU-Daten so besonders schnell? Weil sie verdammt viele Kerne haben und parallele Algorithmen dadurch sehr viel schneller berechnen können als jetzt vielleicht so eine CPU. Also, um es mal hier zu zeigen, das ist so ein schon etwas älteres Bild von einem Benchmark. Und da hat man hier diese ganzen schönen Systeme von MonetDB bis auch Hive und Spark. Und hier unten taucht dann mal irgendwo MapD auf. Das sieht schon recht beeindruckend aus. Es gibt noch so einen anderen Blog von einem Nutzer, der ganz viele verschiedene Systeme verglichen hat. Und da sind auch die GPU-Datenbanken eigentlich ganz weit vorne. So, das sieht eigentlich schon mal alles sehr gut aus. Bei GPU-Datenbanken gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt da eine recht aktuelle YouTube-Playlist, die nennt sich Hardware Accelerated Databases. Habe ich hier unten auch verlinkt. Da ist es alles auch sehr schön erklärt. Es gibt einmal den Ansatz, dass man seine Daten in der SSD-Festplatte hat und dann immer je nach Abfrage die Daten in die GPU geladen werden. Oder eben auch den Ansatz, man hat alles im CPU-RAM und der Abfrageplaner guckt dann immer, diese Abfrage könnte ich jetzt auch in der GPU berechnen und da schneller berechnen. Muss mir da die Daten eben auch hochladen. Bei den ersten beiden Ansätzen hat man natürlich immer den Nachteil, dass man erstmal die Daten in die GPU laden muss. Das ist immer ein I/O-Bottleneck. Den kann man sich sparen, wenn man die Daten gleich direkt im GPU-RAM drin hat. Und entsprechend die Vertreter, die auch bei diesen Benchmarks immer ganz weit vorne liegen, sind eben auch die, die alles in der GPU berechnen. So, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob der Geschwindigkeitsbalken da wirklich so akkurat ist, ob das jetzt wirklich linear ist. Was ich auch gelernt habe bei diesen Videos, sind was GPU-Datenbanken besonders gut können. Sie können sehr gut gleichstrukturierte Daten verarbeiten, also zum Beispiel Matrizen, die ja sehr viel im Machine Learning eingesetzt werden. Und im Machine Learning wird ja auch sehr viel mit GPUs gearbeitet. Dafür sind die wunderbar. Also sie können auch unfassbar schnell Daten sortieren, sind eigentlich prädestiniert für OLAP-Anfragen. Wer das nicht so genau versteht, es gibt immer so diese Unterscheidung zwischen, wir verändern ganz viel an unseren Daten, wir haben ganz viele Transaktionen, das OLTP, oder wir wollen die Daten nur analysieren, das macht man in so Data Warehouse-Anwendungen. Und dort sind die Daten auch ein bisschen meistens anders strukturiert. Man redet da meistens von Column Stores, die auch eine etwas andere Datenkompressionsrate haben. Und darauf kann man dann immer sehr schnelle Analyseabfragen machen. Und das ist eben auch bei GPU-Datenbanken der Fall. Und natürlich sind sie auch sehr gut im Rendering. Also ich meine, jeder kennt wahrscheinlich auch, dass GPUs bei Videospielen eingesetzt werden. Von daher liegt das ja eigentlich auch ziemlich nah. So, ich hatte in dem Booklet oder in dem Tagungsband auch eine Live-Demo versprochen. Das ist jetzt nicht ganz eine Live-Demo. Ich habe hier mal Verkehrsdaten oder nicht, also Taxidaten aus Dresden in eine Karte hochgeladen. Es waren so irgendwas mit 70 Millionen GPS-Punkten. Und das ist ja das Tool Omnisci, das hieß mal früher MapD. Und da habe ich die einfach mal reingetan, habe ich jetzt meinen Pointer schon wieder weggelegt. Man sieht hier so ein paar verschiedene Filter, es ist leider ein bisschen zu schnell geraten. Ich weiß auch nicht, warum genau das Screen Recording das gemacht hat. Also hier habe ich zum Beispiel mal die Geschwindigkeiten und kann da einfach Filter drauf definieren. Hier unten in diesem Donut-Diagramm habe ich die Wochentage, wie viele GPS-Punkte pro Wochentag und kann das einfach filtern. Und was eigentlich am coolsten war, dass ich so räumliche Filter hier drin definieren konnte und das dann auch wirklich live alles direkt abgefragt wurde. Also da wurden echt meine 70 Punkte quasi fast instant angezeigt und abgefragt in der Datenbank. Also man sieht ab und zu noch so kleine Ladebalken, aber es ist eigentlich, war quasi fast in Echtzeit alles anzeigbar und abfragbar. Also es war für mich so ein bisschen eine neue Art und Weise, mit Geodaten, mit vielen Geodaten zu arbeiten. Also, und diese Dashboards sind auch immer das, was man den Nutzern bei Twitter oder sonst wo immer gerne entgegenschmeißt. Das ist eigentlich so die Hauptanwendung. Die Datenbank hier von Omnisci ist auch Open Source. Dieses Dashboard allerdings heißt, glaube ich, Immerse. Das ist jetzt nicht Open Source. Und das ist eigentlich auch bei vielen anderen Vertretern so. So, wenn man sich da ein bisschen mehr auseinandergesetzt hat, dann merkt man auch irgendwann das Aber, dass zum Beispiel variable Daten nicht so gut sind, also Linien und Polygone.
sind ja eigentlich in der Regel meistens sehr variabel. Kann man nicht so gut bearbeiten, muss man ein paar Tricks anwenden. GPU-Speicher ist auch immer sehr begrenzt. Das ist einfach immer auch die Einschränkung, die man hat. Man kann ja nicht sagen, ja, GPU-Datenbanken sind wunderbar für Big Data, um Erkenntnisse aus riesigen Datenmengen zu gewinnen in diesen tollen Dashboards. Weiß nicht, man hat da vielleicht 50 GB zur Verfügung und RAM wird vielleicht auch größer in Zukunft, aber das muss man immer bedenken. Und die Systeme, die natürlich mit diesem I/O-Bottleneck zu tun haben, ist auch ein Nachteil. Es gibt SQL-Interfaces, mit denen man arbeiten kann. Bei MapD oder OmniSci war das alles noch recht begrenzt, was man an Geofunktionen hatte. Es gab proprietäre Vertreter, da war das schon sehr viel besser. War aber trotzdem insgesamt alles andere als robust. Also die Systeme stürzen auch trotzdem häufig ab oder bleiben einfach freezen bei Abfragen. Also es ist nicht das gleiche Wohlfühlgefühl wie bei Postgres. Und ja, wie gesagt, Geo- und Funktionsumfang bei Open-Source-Vertretern ist recht gering. Also wird sich zeigen, ob die in den nächsten Jahren noch weiter wachsen werden. Also momentan sind sie sehr auf Kunden aus, das stellt man jedenfalls fest. Okay. Ja, danke Felix für deinen Vortrag.